Ich würde gern den Fokus auf einen Themenbereich richten, der sich immer wieder im Bericht auch abbildet, nämlich auf sexuelle und reproduktive Rechte und Gesundheit von Frauen. Und wir selbst, ich habe es an der Stelle schon mal erwähnt, haben ja auch hier im Haus eine überparteiliche parlamentarische Gruppe, wo wir von der Kolleginnen von der SPÖ, von den Grünen, von der ÖVP und von den NEOS sehr, sehr aktiv in der Frage auch sind. Und wichtig ist ganz klar, und das dokumentiert auch der Bericht, die umfassende sexuelle Bildung. Da gab es den Sexualerziehungserlass im Rahmen der Schulen, der aus meiner Sicht ganz, ganz zentral war. Warum? Weil hier auch die Option besteht, über Profis, über externe Expertinnen und Experten einfach buntes und vielfältiges Wissen zum eigenen Körper und zur Sexualität zu bekommen. Ganz, ganz zentral, ein absolutes Recht für Mädchen, natürlich auch für Burschen. Zusätzlich zu dem Sexualerziehungserlass ist es aber ganz zentral, und da geht mein Appell an die Jugendministerin Kamerzin, die First-Love-Ambulanzen in den Bundesländern auszubauen. Die sind gerade im ländlichen Raum ganz, ganz spärlich vorhanden. Das brauchen die Mädchen vor Ort dringend, den niederschwelligen Zugang, die niederschwelligen Infos, ohne sich peinlich berührt sozusagen zu fühlen, weil sie das auch aufsuchen. Auch im Bericht, und das ist heute schon mal erwähnt worden, ein Ziel: der niederschwellige Zugang, der kostengünstige Zugang, der kostenlose Zugang zu Verhütungsmitteln. Wir haben das noch nicht geschafft in Österreich. Es gibt Länder, die das bereits haben und die auch ganz klar aufweisen, dass damit ungewollte Schwangerschaften zurückgehen. Also mit sexueller Bildung und niederschwelligen, kostengünstigen, kostenlosen Zugängen zu Verhütungsmitteln reduzieren sich ungewollte Schwangerschaften. Und ich bin der Meinung, wir können das schaffen in Österreich. Hier sind unterschiedlichste Institutionen aufgerufen, eben nicht nur die Frauenministerin und Gesundheitsministerin, sondern vor allem auch die Bundesländer und alle, die da auch damit zu tun haben, um das für die Frauen auf den Weg zu bringen. Und ein abschließender Punkt, weil es auch erwähnt wurde, Schwangerschaftsabbrüche in allen öffentlichen Spitälern. Es ist Realität, dass Frauen in den Bundesländern nicht in allen öffentlichen Spitälern den Zugang dazu zu haben. Ich weiß, Frau Ministerin, du bist da dahinter. Ein Danke dafür. Aber auch da gilt es: überzeugen wir in den Bundesländern, dort, wo wir wohnen, um das endlich zur Realität werden zu lassen für uns Frauen. Vielen Dank.